Bertolt Brecht sagte, ohne Freiheit geht das Leben rückwärts. Wir sind in diesem Land frei. Noch, Herr Laschet. Und weil wir es sind, geht unser Leben vorwärts. Wir sitzen heute in der Paulskirche. Vor 175 Jahren wurde die deutsche Reichsverfassung mit ihren Grundrechten hier verabschiedet. Das Jahr galt als Aufbruch zur Freiheit. Im Jahre 2024, wie viel Aufbruch zur Freiheit diagnostizieren Sie? Also das Traurige ist ja, dass es dann 1848 sehr schnell wieder zurückging. Und was ich in diesem Jahr 2024 erlebe, hätte ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen können. Wir haben alle gedacht, nach 1990, jetzt beginnt der Frieden, die friedliche Welt, wir haben die Bundeswehr abgerüstet. Wir haben gedacht, der Sowjetkommunismus ist besiegt, es wird alles besser. Und jetzt sind wir plötzlich wieder dabei, unsere Grundrechte verteidigen zu müssen, für Europa kämpfen zu müssen, für all die Dinge, die wir dachten, in der Nachkriegszeit, sie sind gesetzt, muss man jetzt wieder kämpfen. Aber nicht nur des Krieges wegen. Nein, nicht wegen des Krieges, gar nicht wegen des Krieges. Die Entwicklung ist älter als der Krieg. Das ist die Bedrohung von außen, die nochmal zusätzlich dazukommt. Aber dass wir im inneren Zustand des Landes diese Entwicklung haben, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das heißt natürlich, folgend Bertolt Brecht, nach vorne gerichtet, mit einer positiven Perspektive für die Freiheit eintreten. Mich erstaunt, wenn ich ehrlich bin, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Nach meiner Auffassung war in den letzten Jahren immer deutlicher, man könnte fast sagen sogar in den Jahrzehnten deutlich, dass es Risse gibt, dass die Demokratie nicht von allen geschätzt wird, dass die Freiheit auch als Belastung empfunden wird. Und mindestens seit ein paar Jahren erleben wir ja nun ganz unterschiedliche, aber deutliche Strömungen. Wollten wir oder konnten wir sie nicht wahrnehmen? Wollen. Wenn ich gefragt bin, ja, ich würde sagen, wir konnten sie wahrnehmen. Hier wirken ja ganz viele Faktoren zusammen. Das ist keine monokausale Entwicklung, sondern wir haben zunächst einmal eine Reihe von Krisen erlebt, die uns herausgefordert haben. Das fängt wahrscheinlich mit 9/11 an, mit einem Angriff auf eine der großen Demokratien der Welt und setzt sich fort mit Bankenkrise, Finanzkrise, mit Migrationskrise, mit der Pandemiekrise, mit dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union und es endet in der Ukraine und in Israel. Also wir haben eine ganz lange Zeit der Krisen, die erstmal einwirkt auf unser System und das System muss das verarbeiten. Und dann haben wir aber auch andere Entwicklungen, die, glaube ich, die Demokratie unter Druck gesetzt haben. Wir haben einmal den großen Megatrend der Globalisierung. Niemand hier in dem Raum weiß, ob er am Ende seines Lebens auf der Seite der Gewinner oder der Verlierer dieses großen Prozesses sein wird. Das macht viele Menschen unsicher. Das macht sie empfänglich auch für einfache Botschaften. Und wir haben den zweiten Megatrend der Digitalisierung. Das führt dazu, dass wir eine Direktkommunikation haben zwischen der politischen Spitze und den Bürgerinnen. Die Funktion der Parteien, die ganz wichtig ist, die im Grundgesetz auch vorgesehen ist für unsere freiheitlich-demokratische Ordnung. Diese Funktion ist dadurch etwas unter Druck geraten. Es wird nicht mehr vermittelt, es ist kein Mediator mehr da, sondern es wird in kurzen Twitter-Meldungen miteinander kommuniziert. Und es wird immer nur noch kommuniziert in einer Gemeinschaft mit Gleichdenkenden, sodass wir das, was die Demokratie ausmacht, eine Auseinandersetzung mit Andersdenkenden, die das Ringen um Kompromisse, das Ringen um gemeinsame Lösungen, obwohl man unterschiedliche Interessen hat und unterschiedliche Hintergründe, das wird immer weniger. Das heißt, es gibt also Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass unsere Vorstellungen von einer funktionierenden, atmenden Demokratie unter Druck geraten sind. Aber wenn das so wäre, könnte man ja, Frau Büchs, dialektisch auch sagen, das wäre doch der Moment des Erstrecht, sich für Freiheit einsetzen. Zu sehen, die Krisen sind überall,
sie wurden bereits beschrieben, Erschütterungen finden statt. Ist das nicht eigentlich der Moment, wo eine Gesellschaft eine unbändige Lust haben müsste, weil sie frei ist, weil der Diskussionsraum so frei ist, zu sagen, diese Freiheit nutzen wir aus, und das bedeutet diskutieren, streiten, um Lösungen ringen. Was ist da schiefgelaufen? Auch das ist ein ganz vielschichtiges Phänomen. Ich glaube, da ist eine Erschöpfung eingetreten. Diese vielen Erschütterungen, die Herr Voskuhle gerade hintereinander aufgezählt hat, die haben schon dazu geführt, dass auch einfach Belastungsphänomene aufgetreten sind, weil wir es nicht gewohnt waren. Wenn man sich an die Zeit davor erinnert, das war eine, auch das ist nicht ganz richtig, auch damals hat es natürlich immer wieder Herausforderungen gegeben, aber es war doch eine Zeit von Wohlstand, es war eben auch eine Zeit nach der Wende mit Blick auf die kommunistischen Staaten, da gab es Aufbruch, da gab es Hoffnung und dann ging es einfach aufwärts. Wirtschaftlich ging es aufwärts. Der Demokratieindex hat zugenommen, die Ungleichheit hat nicht drastisch zugenommen. Also eigentlich war das eine gute Zeit und daran gewöhnen sich Menschen, gewöhnen wir uns alle, weil das schön ist, weil wir so leben wollen. Und ich gehöre, das sage ich ganz offen, zu denjenigen, die gedacht haben, verdammt nochmal, in Deutschland, da geht es uns echt gut. Das ist ein gutes Leben, das wir führen. Und das ist dann vor einiger Zeit, Herr Voskuhle hat es aufgezeichnet, gekippt und ganz besonders intensiv natürlich in der Zeit vor einigen Jahren durch die Corona-Pandemie, die ganz, ganz tief, ja tiefer als die Finanzkrise noch, in unser aller Alltagsleben eingebrochen ist. Und das war irgendwie ein Startschuss, das sagen einem die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler und auch die Verhaltensforscher, wo eine Belastung nicht mehr aufgehört hat. Ich höre Ihnen zu und die ganze Zeit denke ich so an dieses Bild Schlaraffenland, aber woran ich wirklich denke ist, Sie beschreiben eine Generation, wahrscheinlich sind es die Eltern und die Kinder dieser Eltern, so zwischen 60 die Eltern, so 20 bis 35 die Kinder, die in einem, wie Sie beschreiben, guten Wohlstandsleben, jedenfalls die meisten in diesem Land, das muss man schon sagen, viele haben von all diesem nie etwas erlebt, ihren Alltag verbracht haben und unter Umständen nicht trainiert sind. Und ja, in dieser Krise und der nächsten Krise, sofort. Ja. Ich war auch noch in dieser gar nicht Krise fertig. Oder in der nächsten Krise, wenn sie jetzt reagiert hätten haben müssen, einen Muskelkater bekommen. Und ich will das erweitern, weil Armin Laschet gerade so reagiert hat. Das könnte ja auch für die demokratischen Parteien gelten, dass sie sich in Ruhe eingerichtet haben und gedacht haben, ja, wir haben fast alles im Griff, müssen uns immer weniger anstrengen. Und wir merken vielleicht alle miteinander und auch diese Parteien, was es bedeutet, sich nicht anzustrengen, Herr Laschet. Das war gar nicht, nein, das ist ja gar keine Partei. Ich bestreite diese These, dass es vorher diese Bedrohungen, die den gleichen Effekt gehabt haben könnten, nicht gegeben hat. Wir haben 68 eine Jugend erlebt, die quasi das ganze System in Frage gestellt hat. Wir haben einen RAF-Terrorismus in den 70er Jahren erlebt, wo alle paar Monate führende Repräsentanten des Staates ermordet wurden. Wir haben die Olympischen Spiele erlebt, wo wir dachten, das sind die tollen Spiele und israelische Sportler werden ermordet. Wir haben 1973 erlebt eine weltweite Ölkrise mit wirtschaftlichen Folgen, wo keine Autos mehr auf den Straßen am Sonntag fahren durften. Also, und man könnte das jetzt lange fortsetzen, solche großen gesellschaftlichen Veränderungen oder Herausforderungen oder ein gesellschaftliches Klima, wo sogar man bereit war, in den 70er Jahren viele Freiheiten einzuschränken, um Terroristen zu treffen, das haben wir immer schon gehabt. Meine Perspektive war eben nach 90. Da dachten wir, jetzt ist das zu Ende. Und ich würde Ihnen bei zwei Dingen zustimmen. Nicht bei diesen äußeren Krisen, die gab es immer. Sondern wir haben den Balkankrieg in den 90ern erlebt. Srebrenica, etliche Säuberungen. Also es ist ja nicht neu, dass der Krieg in der Welt ist. Zwei Dinge sind neu. Das eine ist dieses Social-Media-Phänomen. Eigene Twitter-Blasen, eigene Öffentlichkeit erzeugen, was mit zu dieser Aggression beiträgt. Und das Zweite, das würde ich nachher noch mal lieber vertiefend diskutieren, Corona. Ich glaube, ich war ja einer, der als Ministerpräsident immer entscheiden musste. Und diese Abwägung, Freiheitsrechte einzuschränken,
haben manche zu leichtfertig damals behandelt. Das ist aber ein eigenes, ich könnte das jetzt lange ausführen, aber der Umgang mit dieser Krise und die Methodik wirkt heute bei vielen anderen Themen mit. Darf ich da kurz drauf springen? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, falls meine Ausführungen den Eindruck erweckt haben, dass es vorher nicht auch Herausforderungen gab. Das wäre absolut falsch, aber es gab eine Zeit des Wohlstands und der relativen Ruhe. Und Corona, und deswegen würde ich das gerne noch eben weiterführen, was Sie begonnen haben, Corona war ein Startpunkt für Krisen, die ganz intensiv im Alltagsleben ankommen. Das ist in dieser Stärke, denn natürlich, ich bin im heißen Herbst geboren. Ja, ich bin Jahrgang 77. Also das ist etwas, was in meiner Familie tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, weil wenn da ein Kind geboren wird in der Zeit, das ist irgendwie eindrücklich. Das ist aber doch etwas, was man am Fernsehbildschirm verfolgt hat. Wohingegen die Corona-Pandemie etwas war, das wir alle in unserem Alltagsleben in tief einschneidender Art und Weise erfahren haben. Und das ist eine Form der Erschütterung, die wirklich sehr stark ist und die Erschöpfungsphänomene hervorrufen kann, die ungewöhnlich sind. Und dann setzt sich ein Krieg darauf. Etwas, was wir in Europa, Sie haben vollkommen recht, Sie haben Jugoslawien erwähnt, natürlich hat es das gegeben, aber diese Art einer Bedrohung, die doch gar nicht so weit von uns entfernt ist, in dieser brutalen Art und Weise, so schnell hintereinander mit all dem, was dann noch hinzukam, und man hat auch noch die Flut im Ahrtal, die einem die Klimakrise jetzt auch in Deutschland, hier bei uns nicht weit weg in Bangladesch, vor Augen führt. Das ist einfach eine, glaube ich, ungewöhnliche Stapelung, nur darauf wollte ich hinaus, eine Stapelung von Krisen, die jetzt zu einer Erschöpfung führt, aus der wir aber, Michel Friedmann, das möchte ich noch ganz schnell abschließend sagen, gerade herausfinden. Denn darüber, ich glaube, werden wir uns gleich dahin unterhalten. Dieser skeptische Optimismus, den werden wir vertiefen. Aber weil Sie Ahrtal sagen, Hamburg war auch eine solche Krise, wo das Wasser diese Stadt überwunden hat. Und die Frage ist ja, wie man in diesen Krisen das empfindet. In all diesen Krisen, auch die Armin Laschet gesagt hat, ging es dann aber immer auch um Freiheitsrechte. Die Notstandsgesetze waren da. Berufsverbot, apropos ein Thema, das alle aus dieser Zeit noch kannten. Und auch während der Corona-Krise ging es um Freiheitsrechte. Also Freiheit war immer schon in einem Zusammenhang, wenn Krisen, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so sehr, weil das hat noch nicht die Präzision, die ich ehrlich gesagt empfinde. Also für mich ist die Phase, wo Menschen geflüchtet sind, keine Flüchtlingskrise. Ich will das nur einmal gesagt haben, weil ich da schon glaube, dass wir in diesem Kreis auch die Sprache noch mal sehr präzisieren wollten. Also es ging immer auch um Freiheit. Und deswegen will ich Herr Voskuhle noch mal fragen, weil wir über Freiheit reden. Abraham Lincoln hat mal gesagt, ich zitiere, die Welt hat nie eine wirklich gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Und bevor wir also über Freiheit und ähnliche Dinge weiter sprechen, würde ich mir einfach wünschen, dass wir versuchen, alle miteinander auch nachzudenken, was verstehen wir eigentlich unter Freiheit? Und wahrscheinlich gibt es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Wollen Sie eine versuchen? Gut, das ist jetzt eine Mammutaufgabe für den ganzen Abend. Freiheit ist einer der komplexesten philosophischen Begriffe, die wir kennen. Und jeder hier im Raum hat eigene Vorstellungen davon. Normalerweise fängt man an damit zu sagen, Freiheit ist die Vorstellung, ich kann tun und lassen, was ich will, und keiner kann mich zu etwas zwingen, was ich nicht möchte. Das ist ein ganz einfacher Zugang. Aber dann wird es schon schwierig. Wann bin ich genau frei? Entscheide ich frei auch, was ich möchte? Oder bin ich vielleicht in meinem Willen gar nicht frei? Die Neurowissenschaft hat diese Frage aufgeworfen. Dann unterscheiden wir zwischen negativer Freiheit und positiver Freiheit. Also Freiheit von Zwang, aber Freiheit, etwas zu tun, mich politisch einzubringen. Dann spreche ich über Freiheit und Demokratie, die in einem engen Zusammenhang stehen. Dann kommen die Fragen von formaler Freiheit und faktischer Freiheit. Es ist sehr schön, wenn ich mich versammeln darf und wenn ich Bücher lesen darf und wenn ich viele Dinge darf in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber wenn ich nicht die Mittel dazu habe, das zu tun, dann läuft diese Freiheit leer. Also wir sehen, wenn wir uns diesem Phänomen nähern, müssen wir sehr vorsichtig sein, mit den Begriffen vorsichtig sein und immer schauen, welche Perspektive wir auf dieses Phänomen haben. Und damit sind auch immer
andere Fragen verbunden. Freiheit und Rechtsstaat gehören zusammen. Freiheit und Demokratie habe ich schon erwähnt. Wir müssen auch Freiheit und Gleichheit immer zusammendenken. Wir müssen Freiheit und Würde zusammendenken. Und wir müssen, glaube ich, auch Freiheit und Verantwortung zusammendenken. Wenn ich ein freier Mensch bin, dann, wenn ich in der Kantschen Tradition denke, dann ist damit verbunden, dass ich auch eine Pflicht habe, aus dieser Freiheit was Gutes zu machen und sie also einzusetzen für für ein freiheitliches Leben. Das bin ich mir selbst schuldig, bin ich aber auch der Gemeinschaft schuldig. Wir sehen also ganz verschiedene Dimensionen, die mit dem Freiheitsbegriff verbunden sind. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir jetzt im Gespräch sind, auch immer zu sagen, wo sind wir gerade? Also welchen Teil der Freiheit wollen wir beschreiben? Ich will noch mal eben kurz etwas, weil wir darüber gesprochen haben, mit den Krisen sagen. Ich glaube, Krise ist einmal ein schwerer Begriff. Das wissen wir seit Kozelek. Mir fällt im Augenblick kein besserer ein, aber etwas hat sich verändert, Herr Laschet. Ich bin sonst ganz bei Ihnen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal so ein Paradies der Demokratie gegeben hat. Das hat es nie gegeben. Demokratie war immer prekär. Demokratie ist immer auch ein Problem. War immer auch eine Lösung, aber ist immer auch ein Problem, weil die Leute, die Menschen, die in einer Demokratie leben, immer Sorge haben, dass die, die das Sagen haben in der Demokratie, nicht genau das tun, was sie wollen. Und damit hat die Demokratie immer zu kämpfen. Also wir haben nie die Hochzeit der Demokratie erlebt. Die Demokratie war auch immer unter Druck. Aber es haben sich ein paar Dinge verändert. Wir haben keine gemeinsame Vorstellung mehr von der realen Welt. Das verflüchtigt sich gerade. Und wir erleben Dinge, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Also das Selbstverständliche, was wir so dachten, die Europäische Union erweitert sich, Kriege werden weniger, wir leben in einer Situation, in der wir abgesichert sind, Risiken minimiert sind. All das hat sich verändert. Und ich glaube, da ist ein Riss auch durch diese Gesellschaft gegangen. Da hat sich eine gewisse Sicherheit, die ist verloren gegangen. Diese Sicherheit war selbst in der RAF-Zeit da, weil die große Mehrheit der Bevölkerung fand die Bundesrepublik und diesen Staat und seine Demokratie richtig. Und das wussten auch alle. Wir hatten das Problem mit den Terroristen, das war gefährlich und war furchtbar und so weiter. Ich erinnere mich noch daran, dass immer diese Fahndungsfotos in den Postfilialen hingen und so weiter. Aber wir waren uns irgendwie auch einig, dass wir das nicht wollten, dass wir das bekämpfen wollten. Das hat uns auch Sicherheit gegeben, hat uns gestärkt. Und diese Form von Grundsicherheit, die vielleicht auch so kleine Kinder haben manchmal, die haben wir nicht mehr. Und das ist ein Problem. Diese Sicherheit, Armin Laschet, könnte ja auch immer eine naive gewesen sein, in der man sich gerne einrichtet. Aber Frau Skoudas sprach davon, dass die Freiheit ja auch die Überlegung ist, daraus in Verantwortung was Gutes zu machen. Nur was gut ist, ist eine Interpretation der unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Und darüber verhandelt ja eigentlich die Politik. Was ist für die Gesellschaft, was ist für die Menschen gut oder nicht? Inwiefern ist dieser Auftrag, der ja auch im Grundgesetz formuliert ist, in den letzten Jahren, also auch die Freiheit, das zu verhandeln, unterdurchschnittlich, ich erwarte da Widerspruch, unterdurchschnittlich und mit nicht genug Energie betrieben worden? Wenn man die letzten 20 Jahre betrachtet, sind die Verhandlungsfelder, die die Bevölkerung interessiert, in der Breite auch im politischen Spektrum wiedergespiegelt worden? Und muss man in Freiheit nicht auch akzeptieren, dass selbst wenn man das Gute will, und man sollte unterstellen, dass das alle demokratischen Parteien wollen, wir auch als Bürger und Bürgerinnen ertragen, dass es einfach eine Vielfalt von Interpretation und Wahrnehmung, für den einen ist es gut, für den anderen ist es nicht gut, aushalten? Ja, ich glaube, das liegt zum einen auch daran, wie Regierung und Opposition miteinander streiten. Im Idealfall ist ja immer die Opposition die Alternative zur Regierung. Und umgekehrt. In den Zeiten der Großen Koalition war die stärkste Oppositionspartei die AfD. Wenn die Kanzlerin gesprochen hat, war der Erste, der entgegnete, die AfD. Und es ist das Bild gezeichnet worden, die sind da oben ja alle gleich, wozu auch die Große Koalition natürlich ihr Bild nochmal vergrößert hat. Und die einzige Alternative ist eine populistische.
Das war eine der Gefahren, wo dieses Gefüge ein wenig auseinandergeraten ist. Das gehört der Streit in der Demokratie dazu. Und das Zweite, wir haben uns angewöhnt, eine Position, die vermeintlich die große Mehrheitsposition ist, zu moralisieren. Ich habe das erlebt bei Corona. Man war auf dem Trip, alles schließen ist gut. Und die Bevölkerung wollte die Freiheitseinschränkung. Aber bei jeder Freiheitseinschränkung noch mal kritisch zu hinterfragen, ist die wirklich nötig? Und können wir sie nicht bald wieder zurücknehmen? Hat mich im Kreise der Ministerpräsidenten zum Lockerer gemacht, der das alles nicht ernst nimmt, wenn Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, alle Grundfreiheiten eingeschränkt bis ausgeschlossen werden. Bis hin zu der Idee eines Landes, eine Ausgangssperre zu machen, wo man nicht einmal mehr die Wohnung verlassen durfte. Widerspruch war nicht gewünscht. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel in einer dieser Ministerpräsidentenkonferenzen. Heute hat ja wieder eine getagt. Wurde beschlossen, wir schließen jetzt Restaurants, Lustbetriebe, wie das so schön im Verwaltungsdeutsch heißt, Bordelle, Kneipen, Kirchen und Synagogen. So in einem und Moscheen. Und Moscheen. In einem durchgehenden Kontext. Und ich habe gesagt, ich schließe keine Synagoge und keine Kirche und keine Moschee aufgrund einer Verordnung des Gesundheitsministers. Es war nicht mal ein Gesetz. Und dann haben wir mit den Kirchen geredet und den jüdischen Gemeinden und den muslimischen Gemeinden. Und die haben von sich aus gesagt, wir verzichten freiwillig darauf und schließen unsere Gotteshäuser und halten uns an die Regeln, ohne dass es das staatliche Verbot gab. Aber da hatte niemand überhaupt eine Sensibilität, dass wir mit dem Verordnungswege solche fundamentalen Grundrechte einschränken. Aber wir werden Corona heute nicht auch die Gerichte haben nicht. Nein, das können wir auch nicht. Die Menschen, die These ist ja auch eine andere. Die Menschen, die das anders sahen, wurden in die Ecke gedrängt als Leugner oder irgendwas. Und ich finde, den Streit müssen wir aushalten. Ich nenne ein letztes kleines Beispiel, wo wir das heute aushalten müssen. Wir sind alle dafür, die Ukraine zu unterstützen. Auch mit Waffen. Über die Systeme wird gestritten, auch mit Waffen. Aber der sagt, ich bin Pazifist und will das nicht, muss das auch sagen dürfen. Er kann es übrigens aber sagen. Er kann es auch sagen. Er sagt es. Nein, er wird aber gleich in die Ecke gestellt. Putin-Troll, Naivling, irgendetwas. Und ich erinnere mich auch da wieder an die 80er Jahre. Da wurde Deutschland unmittelbar mit SS-20-Raketen aus der Sowjetunion bedroht. Und die Friedensbewegung hat gesagt, wir sind dagegen, dass Pershing aufgestellt wird. Eine legitime Entscheidung. 300.000 in der Bonner Hofgartenwiese. Da haben wir pro und contra diskutiert. Das ist genau der Streit, der nötig ist. Wenn das heute jemand auf dieser Seite sagt, ist er irgendwo bei Sarah Wagenknecht oder sonst wo und wird aber mit einer moralischen Position in die Unrechtsecke gedrängt. Und das macht den, der anders denkt, noch mal wütender. Das spielt dann so von links nach rechts. Das nutzt dann die AfD wieder für ihre Erzählung und sagt, seht ihr, deshalb, man darf das nicht sagen. Aber man darf es immer sagen. Kaum an mich halten. Bitte. Also ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die erzählt wird, dass man nichts sagen kann und dass man in die Ecke gedrängt wird. Wo denn? Das passiert gerne auf Titelseiten. Also das, finde ich, ist der schönste performative Selbstwiderspruch, den ich seit langer Zeit gehört habe, dass Leute sich darüber beschweren, dass sie nichts sagen dürfen und in die Ecke gedrängt werden, wenn sie etwas sagen. Und sie tun das in einer Talkshow nach der anderen. Ja, mit riesiger Plattform. Finden Sie, dass man mit Alice Schwarzer, ich bin ja total anderer Meinung, aber dass man mit denen respektvoll umgeht. Vielen Dank, ich würde das gerne eben zu Ende führen. Bitte. Dankeschön. Das Phänomen, das Sie beschreiben, würde ich nicht als ein Mundtot machen oder in die Ecke stellen oder sonst was beschreiben. Das glaube ich, da sollten wir uns hüten. Wir leben in einem Land, in dem man fast alles außer verfassungsfeindliche und andere Dinge, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen sollen oder dazu aufrufen sollen, wo man alles sagen kann und auch sagt.
Also ich habe eine Wahrnehmung einer enormen Meinungspluralität. Manchmal ist mir das fast so viel. Das mal zur Seite gelegt. Das Phänomen, das Sie beschreiben, weil Michel Friedmann uns dazu auffordert, präzise zu sein, würde ich ein ganz Stück weit anders beschreiben. Das ist eine Unwilligkeit, dem anderen zuzuhören und ernst zu nehmen, abseits von einfachen Zuschreibungen, du bist in der Ecke und du bist in der Ecke, tatsächlich sich darauf einzulassen, was inhaltlich gesagt wird. Und das ist etwas, das in der Corona-Pandemie ebenfalls ein großes Problem geworden ist. Da ist das so richtig sichtbar geworden. Denn was Sie beschreiben, das waren unglaublich schwierige Abwägungsentscheidungen. Und was gefehlt hat, glaube ich, da haben wir jetzt was nachzuholen, war eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber, dass es wirklich schwierig war und dass es unterschiedliche Positionen gab, die alle gut begründet waren. Das haben wir vom Ethikrat versucht offenzulegen, aber es war wirklich, wirklich schwierig. Und wir sind in eine Situation geraten, in der öffentlichen Debatte, und da glaube ich, da gebe ich Ihnen absolut recht, in der wir große Schwierigkeiten haben damit, einfach zu sagen, weißt du was, ich stimme dir überhaupt nicht zu. Ich finde das total falsch, was du sagst. Aber jetzt höre ich mir mal an, wie du es begründest. Aber an einem Punkt will ich doch aufgreifen, was Armin Laschet gesagt hat, nämlich die moralische, dann weitere Bewertung. Übrigens würde ich auch gerne, dass wir, was Corona angeht, dann ein paar Sekunden das Zeitrad zurückdrehen. Ich glaube, dass der Anfang, in der politische Debatten sich verlaufen haben, eigentlich 2015 beginnt, wo die gesamte Gesellschaft an einem politischen Thema sich mehr und mehr emotionalisiert hat, moralisiert hat. Und wenn man noch ein bisschen zurückgeht, war es doch letztendlich Thilo Sarrazin, der das Unsagbare in die bürgerliche Gesellschaft sagbar gemacht hat. Aber ich will zurückkommen auf das, was wir gerade gesprochen haben und was Sie auch noch mal vertieft haben. Also nur ein kleines Aperçu. Mich hat während der Corona-Krise vor allen Dingen irritiert, dass von den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen so viel Durcheinanderinterpretationen den Bürger und Bürgerinnen angetan wurden. Nichts gegen den Föderalismus, aber der hat mich in dieser Zeit teilweise auf die Palme gebracht, weil sie waren mal sehr offen, dann waren sie wieder geschlossener. Andere haben sich auch dauernd bewegt. Auch nichts gegen diese Frage, aber wenn die Existenz, die Gesundheit, das Leben eine Rolle spielt, ist es für den Bürger und die Bürgerin auch sehr verwirrend, dass Ministerpräsidenten und Präsidentinnen dauernd so unterschiedlich und dann wieder unterschiedlich in sich selbst argumentiert haben. Worum es mir aber geht, Herr Voskuhle, ist doch die Frage, die wir alle jetzt angesprochen haben. Also, ich habe die Freiheit zu sagen, was ich will. Und ich behaupte, jeder sagt das. Es ist eine der rhetorisch cleversten Tricks, gleich von vornherein zu sagen, ich weiß, wenn ich jetzt sage, was ich sage, wirst du mich in eine Ecke stellen. Dann sage ich, was ich sage, und dann sagt der andere, was er oder sie sagt. Darauf der Erste, habe ich doch gleich gesagt, du wirst mich in eine moralische Ecke bringen. Ich bin der Meinung, dass was der andere dann gesagt hat, keine moralische Bewertung ist. Man nennt das im Streitgespräch einfach Widerspruch. Und dieser Widerspruch scheint, wenn er dann in eine Kette organisiert wird, nicht mehr Freude genug zu machen, nicht mehr gelernt genug zu sein. Also Widerspruch zum Widerspruch zum Widerspruch, sondern abgehackt zu werden durch solche moralische Bewertungen, die unterkomplex sind, aber mich entlasten. Ich muss nicht mehr argumentieren. Stimmt die Geschichtserzählung? Wo würden Sie sie verneinen, korrigieren, verbessern? Ja, ich würde schon, also Herr Laschet braucht meine Unterstützung nicht, aber ich würde schon meinen, dass er einen Punkt hat. Er hat nämlich den Punkt der Moralisierung des Diskurses angesprochen, und der führt zu etwas, was wir in vielen Ländern sehen, die sich etwas totalitär entwickeln, aber auch ein Trend, den wir auch zunehmend in Deutschland sehen. In der Demokratie kennen wir den politischen Gegner. Und in der guten Demokratie ist Opposition immer mitgedacht, weil Demokratie ist nicht einfach nur ein Wahlakt, sondern Demokratie heißt, dass die Minderheit die Chance hat, zur Mehrheit zu werden. Und dafür haben wir die ganzen Voraussetzungen in unserer Verfassung. Wir haben Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, wir haben Oppositionsrechte, wir können einen Untersuchungsausschuss einrichten und, und. Das sind alles Gewährleistungen, die dazu beitragen, dass die, die in der Minderheit sind, zur Mehrheit werden können. Und nur weil wir das haben, ist die Minderheit bereit, sich der Mehrheit unterzuordnen.
Sonst würde das Versprechen keinen Sinn machen. Wenn ich immer in der Minderheit bleibe, dann ist Demokratie für mich kein gutes Konzept. Das ist für mich nur ein gutes Konzept, wenn ich auch die Chance habe, zur Mehrheit zu werden. Das setzt also voraus in einer guten Demokratie, dass wir den anderen als Gegner betrachten, aber immer auch als jemand, der potenziell an die Macht kommen kann. Und deshalb muss man in gewisser Weise auch vernünftig miteinander umgehen. Man muss sich nicht lieben, aber man muss vernünftig miteinander umgehen. Das heißt, wir reden von einem politischen Gegner. Und die Systeme verändern sich dahingehend, dass der politische Gegner jetzt zum Feind wird. Das ist das Freund-Feind-Denken, das wir aus der Weimarer Zeit kennen. Carl Schmitt hat das stark gemacht. Wir anerkennen den anderen nicht mehr als jemand, der potenziell auch das Sagen hat, sondern wir sprechen eben genau diese Fähigkeit ab und sagen, wenn du kommst, das ist der Untergang. Und genau das ist, was wir sozusagen vermeiden müssen und was diese Gesprächsbarrieren auch aufbaut. Wir dürfen den anderen nicht als Feind sehen, wir müssen ihn erstmal als politischen Gegner sehen, uns auseinandersetzen, Widerspruch aushalten und so weiter. Und wir sehen, haben eine Tendenz dazu, ihn als Feind zu sehen. Und wenn ich den anderen zum Feind mache, dann passiert etwas, was wir in vielen Staaten beobachten können, was wir auch in EU-Mitgliedstaaten beobachten können, wie Ungarn und etwas früher in Polen, in dem diejenigen, die an der Macht sind, die da auch legitim hinbekommen sind durch eine Wahl, in dem die anfangen, die Voraussetzung dafür, dass die Minderheit, eben andere an die Macht kommen, diese Voraussetzung zu verändern, zu schleifen. Also Meinungsfreiheit einzuschränken, die Medien zu übernehmen, Verfassungsgerichte abzuschaffen, faktisch und Ähnliches, um auf diese Art und Weise eine Situation zu erzeugen, in der sie wiedergewählt werden und immer weiter an der Macht bleiben. Das ist, nennt man elektorale Autokratie, und das ist das Problem, was wir im Augenblick in vielen Ländern beobachten, und das höhlt die Demokratie aus und darum kämpfen wir. Und deshalb sind wir im Augenblick auch gefordert, in Deutschland über Demokratie nachzudenken, weil wir wollen nicht in eine Situation kommen, in der die Voraussetzungen der Demokratie gefährdet sind. Das ist die Diskussion, übrigens, die wir interessant führen. Ist, dass sich diese Beschreibung in den Ländern wie Ungarn und Polen unter der PiS tituliert haben als liberale Demokratie. Und es gibt keinen Demokratiebegriff, der mit illiberal zusammenhängt. Aber Frau Büchs, wir haben es ja schon angedeutet. Und Hannah Arendt hat gesagt, Zitat, man muss einen Preis für die Freiheit zahlen. Welchen? Ich würde sagen, anschließend an die wunderbare Darstellung der vielen Freiheitsbegriffsdimensionen, so würde ich es mal sagen, die Herr Voskuhle gerade vorgelegt hat, verschiedene. Welche ist die wichtigste, damit das Spiegelbild Freiheit mit einem anderen Begriff und einem Handeln am garantiertesten die Voraussetzung schafft? Die Achtung der Freiheit des anderen. Freiheit funktioniert nur, die Freiheit des Einzelnen funktioniert nur, wenn gleichzeitig die Freiheit des anderen anerkannt wird. Und das ist das zentrale Spannungsmoment. Also eine jetzt mal, Zumutung ist es, nicht? Ja, es ist eine Zumutung, dass der andere auch frei ist. Dass der andere auch frei ist. Die Freiheit des anderen ist eine Zumutung meiner eigenen Freiheit. Und es gibt ja viele Versionen, das auszudrücken. Man kann auch sagen, meine Freiheit berührt sich mit den Freiheitsräumen der anderen. Und das auszuhalten, dass wir uns gegenseitig möglichst viel Freiheit zugestehen und gleichzeitig aber die Ermöglichung dieser gesamten Freiheitsaushandlung, die das ja kontinuierlich ist und bleibt, zu befestigen, das ist eigentlich fast unmöglich. Also es ist eine dauerhafte Spannung, in der wir sind. Und um das nochmal zurückzuführen auf diese Erschütterung und Erschöpfung, ich glaube, viele von uns haben lange Zeit, sagen wir mal roundabout, ich will da nichts festnageln, aber ungefähr bis zur Corona-Pandemie doch gedacht, wir sind irgendwie frei und eigentlich Staat ist, spielt keine so allzu große Rolle und wir müssen da nicht sehr viel verteidigen im Alltagsleben. Im Alltagsleben. Ich spreche nicht über diejenigen, die Verfassungsgerichte geführt haben, Länder geführt haben. Das ist was anderes. Ich spreche jetzt über Alltagserfahrung, um dieses Phänomen mal zu greifen. Und dann kommt eben eine Situation und kommen viele Situationen, erstens, wo es zunehmend nach 2015 ja Parteien gibt, die bestimmte Freiheiten wirklich auch öffentlich deutlich angreifen
oder die Freiheiten bestimmter Gruppen auf der einen Seite. Und es gibt diese Alltagserfahrung, dass auf einmal staatliche Eingriffe, Herr Laschet, Sie haben das so plastisch formuliert, ne? Das war, der Gesundheitsminister schreibt eine Verordnung und am nächsten Tag kann ich nicht mehr Tram fahren. Das ist irre. Total abgefahren, das haben wir ja. Aber das sagt noch viele Menschen, dass ein Flüchtlingsheim in einer Stadt oder in einem Ort gebaut wurde. Die Zumutung der Freiheit ist ja nicht nur, dass ich die Freiheit des anderen mitdenke, sondern dass ich auch das Gemeinwohl mit ihren politischen legitimierten Parteien und Regierungen anerkenne. Und vielleicht würde ich dann gerne ergänzend zu dem Sie fragen, ist der Preis oder sogar die Voraussetzung von Freiheit, dass man die Verantwortung übernimmt für sich selbst und für sein Handeln, für seine Entscheidungen, dazu steht, sich vor anderen auch zu erklären hat. Und nicht nur, weil man Politik oder andere Machtsituationen haben, sondern jeder Mensch und Bürger an sich. Und dass diese Verantwortung, ich nehme das mal auf, was Frau Büchs gesagt hat, ja, aber das war doch so viele Jahre fast gegeben, dass das fast gegeben auch bedeutet hat, der Staat hat immer mehr übernommen an Verantwortung, hat das aufgegriffen, was nicht so gut lief. Ist das auch eines der Probleme der letzten Jahre, dass Bürger und Bürgerinnen merken, wir müssen die Verantwortung übernehmen und das bedeutet auch eine Zumutung, wenn einem bisher das alles so leicht fiel? Und ist das die Frage auch, dass wir über die Verantwortung auch reden müssen, wenn wir über die Freiheit reden? Also auf jeden Fall hängt Verantwortung und Freiheit zusammen und die Politik, sage ich mal, als Ganzes, da war keine Partei unschuldig, hat in den guten Jahren immer ein Bild gemalt. Wir sorgen schon für alles, der Sozialstaat rettet alles. Auch bei Corona hat man übrigens gesagt, ja, wir nehmen Milliarden auf, wir tilgen jeden Schaden, der entstanden ist. So, das war dieser fürsorgende Staat, wo der Bürger dann auch bereit ist, sehr schnell zu sagen, ja, dann mach das mal. Freiheit funktioniert aber nur, wenn er wieder Verantwortung übernimmt. Die Frage, wenn ich darauf, wenn Sie gestatten, noch mal kurz zurückkommen darf, man darf alles sagen. Ich sage das, was ich eben gesagt habe, weil ich lange darüber nachgedacht habe, wie man eigentlich verhindern kann, dass diese rechtspopulistische Partei irgendwo in Deutschland die Macht übernimmt. Und da ist das eine, ich habe selbst auf einer solchen großen Kundgebung in Aachen gesprochen, 20.000 Leute, in Berlin 100.000 und mehr, die sind sich sicher und sagen, wir dulden das nicht. Sehr gut, dass das in diesen Tagen stattfindet. Ob es im Osten, ja, das ist wirklich, das ist eine sensationelle Leistung, von niemand organisiert, keine Partei, kein nichts. Plötzlich gibt es ein paar Institutionen, die sagen, wir treffen uns in der Stadt XY, auch kleine Städte, da und da. Und es gehen Tausende hin, die noch nie auf einer Demo waren, um zu demonstrieren. Eine große, das ist übrigens Verantwortungsübernahme, zivilgesellschaftliche Verantwortungsübernahme. Trotzdem habe ich manchmal die Zweifel, ob es im Osten, wo die nächsten drei Landtagswahlen sind, wirklich allzu viele davon abhängt, die Partei zu wählen. Und deshalb war mein Gedanke immer, da muss etwas mehr sein, was die Leute so rasend macht, wie sie sind. Und so wie Sie eben argumentiert haben, habe ich 2015 argumentiert. Ich war eng an der Seite von Angela Merkel, habe sie verteidigt, als das so gut wie niemand mehr machte in der Union, weil ich die Entscheidung für richtig fand. Und da haben die Leute gesagt, ja, man darf ja gar nichts mehr dagegen sagen. Und dann habe ich gesagt, doch, ihr sagt doch jeden Tag irgendwo was dagegen. Genauso, wie Sie gerade argumentiert haben. Aber ich finde trotzdem die Qualität heute eine andere. Insbesondere bei Krieg und Frieden. Wir haben erlebt, nochmal, Friedensbewegung, man hatte Respekt. Ich war nie Pazifist, ich war auch nicht auf der Bonner Hofgartenwiese. Viele derer, die heute mehr Panzer fordern, waren auf der Bonner Hofgartenwiese. Aber ich war das nicht. Ich war da immer schon anders. Aber wir haben immer Respekt gehabt vor den anderen. Heiner Geißler, Franz Alt, große Debatten, die intellektuell gerungen haben, wie erreicht man Frieden? So, und das fehlt mir heute. Also Herr Laschet, das fehlt mir heute. Da ich in der Zeit ja auch schon lebte, ja. Damals, nein, man muss es mal ergänzen, weil Erinnerungen haben ja das Problem, dass das Gedächtnis das sortiert, was man gerade erzählen will. Zu jeder Zeit
gab es die konfrontative, gegenseitige moralische Argumentation oder Pseudo-Argumentation. Damals hieß es schon, ihr seid Kriegstreiber, die das wollen. Und die anderen haben gesagt, ihr seid naive Pazifisten im Auftrag der Sowjetunion. Heute, und das will ich jetzt auch mal sagen, würden wir die Debatten, wenn jetzt hier pazifistische Tendenzen im Raum wären, würde man auch moralisch die sagen, bitte die Ukraine unterstützen, wiederum als Kriegstreiber, als Mörder bezeichnen, währenddessen, und das tun die Teile, die das auch sagen, übrigens auch die Dame, die Sie genannt haben, und umgekehrt wird ebenfalls moralisch aufgerüstet. Also ich glaube, in der moralischen Aufrüstung sind wir relativ äquivalent, aber ich will doch noch mal zurückkommen auf die Verantwortung. Und bei aller Liebe Ihrer persönlichen auch Aufarbeitung. Ich möchte vorher noch einmal kurz fragen. Es ist ein Demokratieforum. Ja. Habe ich die Freiheit, noch mal einmal zurückzufragen? Alleine, dass Sie, sehen Sie, das ist so wie, man kann nicht mehr alles sagen. Dass Sie die Frage so formulieren, insinuiert, Sie könnten es nicht. Ich sage Ihnen, Sie können es auf jeden Fall. Also es ist nicht mutig. Es ist nicht mutig. Ich möchte Herrn Laschet noch zurück, weil ich das wirklich einen ganz spannenden Punkt finde. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, heißt das, also weil Sie eben auf die Bundesländer anspielen, wo wir im Moment ja Umfragewerte für die AfD von 35-36% sehen. Also wir machen uns ja, glaube ich, wirklich einfach Sorgen. Und ich glaube, die vielen Menschen, die auf die Straße gehen, die machen sich auch brennende Sorgen. Und das ist einfach auch ein ertüchtigendes und ermutigendes Zeichen. Aber heißt das denn, dass wir die Anliegen der Menschen jetzt im Osten, die wir gerade 35-36% Wählerpotenzial zu verlieren drohen an eine ja dort gesichert rechtsextreme Partei, würde es denn helfen, wenn wir sagen, dann sag alles, sag, was du sagen willst. Denn meine Vermutung ist, wir sprechen schon über die Themen, die die AfD dort auch bespielt. Ich glaube, es sind andere Gründe im Osten, sage ich gleich mal vorweg. Ich glaube nicht, dass es dieses du darfst nichts sagen oder es fehlt irgendwas in der Debatte. Wir sprechen über Migration, wir sprechen über den Krieg und wir sprechen über diese Dinge ja öffentlich sehr, sehr viel. Da kann eigentlich so viel nicht fehlen. Und meine Sorge wäre, wenn man sagt, ihr 35-36%, die ihr jetzt eine gesichert rechtsextreme Partei wählen wollt, was wollt ihr denn sagen? Und dann kommen schreckliche, verfassungsfeindliche Dinge. Und genau das ist meine Sorge. Ich glaube, wir sind, was die Themenbespielung anbelangt, da ordentlich reingegangen. Ich glaube, es geht um was anderes. Und jetzt höre ich auf. Das war mein Gegenpunkt wegen Herrn Laschet. Mich würde interessieren noch, was er dazu gleich sagt. Wir werden auch über die AfD gleich sprechen. Aber bevor wir über die AfD sprechen, will ich nur aufgreifen, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass der Herr Höcke schüchtern sei. Aber wir sprechen gleich auch über dieses Thema nochmal. Ich will aber bei der Verantwortung bleiben und es wundert mich, dass das so weggedrückt wird. Denn, bei aller Liebe, aber ich möchte über die Verantwortung nochmal sprechen. Weil die Verantwortung ist ja das, was jeden Bürger und jede Bürgerin auf den Keks geht. Das ist eine Zumutung. Und dann nehmen wir doch mal so ein Beispiel, wo auch immer mit Freiheit argumentiert wird, nämlich Tempolimit. Nehmen Sie es nur als ein Beispiel, wo mit Freiheit argumentiert wird, Tempolimit auf Autobahnen, mittlerweile auch in Städten, seit Jahrzehnten geht es dauernd um die Frage, ist das eine Einschränkung meiner Freiheit oder nicht? Jetzt wird in den letzten Jahren argumentiert, es gibt aber ein Gegengewicht, nämlich Umwelt und damit die Zukunft der Generationen, wie das Bundesverfassungsgericht ja Umwelt definiert hat. Dann heißt es aber wieder Bewegungsfreiheit. Ja, also wenn wir mit dem Beispiel anfangen, das Beispiel ist, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, etwas unglücklich gewählt, weil es ist ähnlich wie mit dem Waffentragen in den USA. Hier zeigt sich etwas, was schwer begreifbar ist. Nehmen Sie ein begreifbares Beispiel. Weil die Menschen das Gefühl haben, da ist tatsächlich, also ihre Freiheit manifestiert sich vor allen Dingen darin, dass sie mit 160 über die Autobahn oder 180 fahren können. Dass das aber vielleicht nicht das Entscheidende ist in der Freiheit, genauso wie das Tragen von Waffen nicht das Entscheidende ist, das
liegt für mich relativ auf der Hand. Das hat, also kulturell ist das eingebettet in einen ganz bestimmten Rahmen und es ist kein Zufall, dass wir das einzige Land sind auf der Welt, in der man überall sozusagen keine auf den Autobahnen so schnell fahren kann. Aber erlauben Sie mir das nur noch mal aufzugreifen. Freiheit hat ja nun auch kulturelle Hintergründe. Die Interpretation, das, was Sie eben gesagt haben mit Waffen, ist auch kulturell. Deswegen ist es wahrscheinlich in einem anderen Land unverständlich. Aber wenn Sie in Schweden wären, versteht überhaupt keiner, warum jemand für freie Autobahnen kämpft. Das ist mein Punkt dabei. Das Beispiel ist insofern, kulturell ist das sehr eingebrannt. Deshalb tun sich die Parteien da auch schwer mit dem Verbot. Insofern kann man nicht so viel daran erklären. Ansonsten ist das der Normalfall, den alle kennen. Wir gehen von der Freiheit aus. Und wenn der Staat die Freiheit beeinträchtigen will, dann muss er dafür gute Gründe haben. Und diese Gründe werden dann auch verfassungsrechtlich geprüft. Rahmen, so nennt man das, Verhältnismäßigkeitsprüfung, also eine Maßnahme, die meine Freiheit einschränkt. Die muss geeignet sein im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, was erreicht werden soll. Sie muss erforderlich sein, das heißt, es muss das mildeste Mittel sein und bei einer Abwägung der Interessen muss das auch zumutbar sein. Das ist der Kern der Argumentation im Hinblick auf Freiheitsbeschränkungen. Das finden Sie in ganz verschiedenen Konstellationen und gibt sehr lange und komplizierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Im Kern geht es aber immer darum. Es geht darum, gibt es gute Gründe dafür, die Freiheit einzuschränken? Und woran erkennen wir das? Und diese Spannungslage, zum Beispiel Freiheit und Sicherheit, die wir in ganz vielen Zusammenhängen erleben, diese Spannungslage, die ist schwer aufzulösen und deshalb tun wir uns auch schwer als Juristen, aber auch als Bürgerinnen und Bürger, diese Entscheidung immer zu akzeptieren und auch zu durchdringen und zu verstehen, warum ist sie so getroffen worden. Da nehme ich mal ein Beispiel, was auch nicht nur die Kultur, sondern die Zeit, in der wir leben, angeht. Das Bundesverfassungsgericht hat über Jahrzehnte kein Problem gehabt damit, dass Sex unter Männern unter Strafe gestellt wurde, bis es zu einem Zeitpunkt kam, wo das Bundesverfassungsgericht und damit der Gesetzgeber damit immer mehr Probleme hatten. Es gibt viele solche Beispiele, die wir sehen, dass die Zeit auch eine große Rolle spielt. Entweder treibt es die Politik oder das Bundesverfassungsgericht ändert im Rahmen der Einflüsse der Zeit auch ihre Positionen. Deswegen, Herr Laschet, weil Sie es angesprochen haben, will ich noch mal in dem Zusammenhang zurückkommen. Meinungsfreiheit ist ja das, was Sie diskutieren und andere auch. Also wir erleben momentan Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten, Querdenker, Reichsbürger und alle beanspruchen für sich die Meinungsfreiheit. Würden Sie dann bei all dem, was Sie auch vorhin gesagt haben, und bitte nicht nur bei Corona, aber da waren die Querdenker und andere sowieso dabei, gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen der Meinungsfreiheit? Ja, natürlich. Das war eben auch kein Plädoyer für die Meinungsfreiheit, sondern der Versuch, das Phänomen, warum sind die Leute so extrem wütend, wo kommt das her? Das war der Versuch einer Analyse. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind klar. Ja, sehen Sie das? Ja, das sind Sie. Tod den Juden, schmeißt die Israelis ins Meer, die Polizei begleitet. Nein, das ist nicht erlaubt. Wir sind allerdings mit denen, die das auf den Straßen Berlins brüllen, nicht nur Berlins, aber insbesondere Berlins, in Deutschland noch weniger als in anderen europäischen Ländern. Also der Antisemitismus ist nicht geprägt in Berlin. Ich kenne ihn aus Dresden, ich kenne ihn sogar aus Frankfurt. Also machen wir es uns nicht zu leicht. Entschuldigung. Rechtsextremisten Sie sagen, kennen tot mich lange Juden, genug, dass Sie mir nicht, dass Sie mir nicht sagen müssen, dass ich das zu leicht nehme. Den gibt es überall, den gibt es in ländlichen Regionen, den gibt es überall. Aber dass 10.000 Leute durch die Straßen skandieren, from the river to the sea, weg mit den Juden, das hat es nun. Also Anschläge auf Synagogen 1970 ohne Flüchtlinge, ohne Muslime. Sie haben doch gerade über die Meinungsfreiheit gesprochen und über das Artikulieren, wo wird es besonders aggressiv sichtbar. Wo wird es geschützt? Wo wird es besonders aggressiv sichtbar? Da war jetzt ein Beispiel Berlin, ich könnte sogar noch auf die Sonnenallee
konzentrieren. Wenn Süßigkeiten am 7. Oktober vor Freude vertrieben werden, ist das eine Grenzüberschreitung, die nicht duldbar ist. Das ist aber in Frankfurt und in Köln und in Hamburg an dem Tag eben nicht passiert. Da passieren andere Dinge gegen Juden, gegen Synagogen und vieles andere. Und das sind Grenzen. Also die Frage war ja, gibt es Grenzen? Logisch. Man kann auch nicht alles sagen. Rassismus ist auch, alter Spruch, keine Meinung. Da bin ich ja völlig d'accord. Ich sage nur, das war vielleicht die These nicht so richtig angekommen, die tiefere Moralisierung jedes Arguments in der Weise, wie wir das machen. Erst recht, wenn wir das Argument dann 2 Jahre genau umdrehen. Also das ist ja bei Corona auch das Problem gewesen. Schulen und Kitas müssen zugemacht werden, darf nicht sein. Jetzt sagen alle bis hin zu Herrn Lauterbach, es war ein großer Fehler, dass wir das gemacht haben. Vor der Wahl 21 bin ich beschimpft worden, 2%-Ziel darf nicht sein, Rüstungsexporte dürfen nicht sein, mit hoher Moralität. Ein halbes Jahr später, Rüstungsexporte. Aber das ist doch nicht die Grenze der Meinungsfreiheit. Nein, es gibt, wir diskutieren. Zur Grenze der Meinungsfreiheit. Es gibt sie, ja, Punkt. Es ist aber nicht das Phänomen, die AfD zu bekämpfen. Dann frage ich Sie, der ja nun seit Jahren und Jahrzehnten in der Politik verantwortlich ist, wenn es Grenzen der Meinungsfreiheit gibt, ich will jetzt gar nicht die NPD, die Republikaner und sonstige zitieren, alltäglich NSU, was auch immer, ich rede nicht von der Gewalt, ich rede von der Verbalen, wo war denn die Politik und übrigens auch das Rechtssystem, um den Menschen klarzumachen, während den Anfängen, das nehmen wir ernst, jede verbale Äußerung, die darüber hinausgeht, wird konsequent sanktioniert. Und warum erwarten wir von Leuten, dass sie schüchtern sind, wenn sie merken, sie können vieles sagen und sie sanktionieren nicht? Und das gilt für alle Gruppen, die das erleiden. Herr Koskühle, haben die Gerichte, haben die Staatsanwaltschaften, hat die Polizei in den Jahrzehnten genug getan, um die Grenzen und die Grenzüberschreitung der Meinungsfreiheit so zu sanktionieren, dass die Bevölkerung gelernt hat, das ist kein Kavaliersdelikt? Und ich meine nicht nur, was das Judentum angeht, ja, wirklich. Also ich finde diese Formulierung, das ist kein Kavaliersdelikt, die geht, glaube ich, also trifft den Punkt. Wir sind grundsätzlich von einem sehr weiten Meinungsbegriff ausgegangen, auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, weil die Meinungsfreiheit für schlechthin konstituierend, das ist eine Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, für das demokratische System angesehen wird. Deshalb tun sich öffentlich-rechtliche eingebundene Personen immer schwer, sich gegen Meinungen zu stellen. Wir haben immer ein schlechtes Gefühl dabei. Und es könnte sein, dass wir es da ein bisschen sozusagen zu gut gemeint haben mit der Freiheit und nicht rechtzeitig deutlich gemacht haben, was nicht geht. Wir haben zum Beispiel eine sehr intensive Diskussion über Schmähkritik im Umgang auch zwischen Privaten. Was ist das? Wann fängt die an? Da ist die Rechtsprechung ziemlich restriktiv. Also man muss schon ziemlich auf die Pauke hauen, um unter diesen Tatbestand der Schmähkritik zu fallen. Das wird dann nicht mehr von der Meinungsfreiheit geschützt. Das hat einen guten Hintergrund, einen sinnvollen Hintergrund. Freiheitsschutz, die Überlegung, wir leben in einer Demokratie, in der muss man alles sagen können, bis auf die letzten Grenzen. Aber ich schließe nicht aus, dass wir ein bisschen zu unsensibel waren. Auch deshalb, weil ein großes Vorbild, was Meinungsfreiheit angeht, sind die USA. Und da ist Meinungsfreiheit noch sehr viel weiter geschützt als bei uns. Sodass also aus dieser Gesamtperspektive es sein könnte, dass wir nicht früh genug deutlich gemacht haben, dass es eben auch Grenzen gibt. Und wir haben so etwas wie die Ausschusslüge, die unter Strafbarkeit steht, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht für verfassungsgemäß erachtet. Aber wir tun uns etwas schwer. Da haben Sie einen Punkt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das eigentlich das Problem des Sagens ist oder ob wir nicht noch mehr darüber sprechen müssen, ob wir es verlernt haben, zuzuhören. Kann ich da kurz, bevor wir zum Zuhören kommen? Darf ich das noch kurz, ja, kurz deutlich machen? Wir sagen uns immer alles Mögliche. Wir sagen uns irgendwas vor den Kopf. Aber wir sind nicht mehr so gut im Zuhören. Dem anderen irgendwie Raum zu geben, zu überlegen, was will er mir eigentlich sagen, was sind eigentlich seine Probleme, warum,
warum verstehe ich das nicht, was er da sagt? Kann sich diejenige noch mal anders erklären? Und insofern hat das Sprechen und das Zuhören sind Dinge, die aufeinander bezogen sind. Und wir können nicht das Reden sehr stark machen, die Freiheit zu sprechen, ohne dass wir auch das Zuhören thematisieren. Und ein Punkt, glaube ich, der Demokratieverdrossenheit oder der Bereitschaft auch, Parteien zu wählen, die sich am äußersten Rand des demokratischen Spektrums bewegen, hat was damit zu tun, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, die hören mir nicht mehr zu, die anderen. Und die könnten mir zuhören. Das ist nicht richtig. Ich glaube, die wollen schon zuhören, aber es gibt, ist meine Wahrnehmung, im Augenblick da keine sehr starke Kultur. Ich freue mich, dass Sie aus meiner Frage, was sind die Grenzen der Meinungsfreiheit, zum Zuhören gekommen sind. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, wir wollen uns alle zuhören, das Publikum auch. Aber seien Sie mir nicht böse, ich höre zu, wenn jemand sagt, die Muslime sind, die Schwarzen sind oder die Juden sind. Und ehrlich gesagt fehlt es mir jetzt schwer, wie Sie diesen Weg gegangen sind, noch das Zuhören als Zuhören hinzunehmen. Ich wünsche mir, dass der Staat dann deutlich macht, das hat nichts mehr mit Zuhören zu tun. Ich habe sogar zugehört, aber ich erwarte, wie Armin Laschet das gesagt hat, dass jetzt was passiert. Und wenn wir also zum Zuhören, was ja richtig ist, dann hinzufügen, dass das auch zuzuhören ist, es wird ja auch gesagt, ohne dass es eine Grenze gibt, die markiert wird, wo auch die Gerichte dann sagen, geht nicht, dann verwischt sich doch in den Jahren, wo alle Formen von Gruppenbeleidigungen immer radikaler, erst recht im Netz, aber auch im analogen Leben sichtbar waren, auch Beleidigungen gegen Politiker und Politikerinnen, das will ich ganz offen sagen, dann verwischt sich doch unser aller Rückgratstandort. Was macht das mit uns, wenn ich beobachte, dass ja auch im Bundestag mittlerweile Erregungspotenziale, die seit die AfD im Parlament ist, ja auch andere Debatten mit anderen Parteien ansteckt und dieser Ort des Parlaments eigentlich ein Vorbild sein müsste? Ja, es stimmt. Ich war ja lange dann im Landtag und kam dann mal in den Bundestag. Da das erste Mal die Debatten der AfD gegen die anderen Parteien auch wieder Ton war, erlebt habe, habe ich das wirklich erschüttert. Weil das ist so vernichtend, alle Grenzen überschreitend, jeden Ordnungsruf quasi noch als Belobigung in Kauf nehmend und produziert, nicht für die, die da sitzen, auch nicht für die, die auf der Pressetribüne sitzen, sondern für eine eigene Wirklichkeit, die in Clips danach in Ausschnitten verbreitet wird. Das ist die Methodik, in der da inzwischen gearbeitet wird. Das ist ganz schwer, damit umzugehen. Es gibt jetzt ein paar Dinge, wo das Bundestagspräsidium dann auch mal durchgegriffen hat, bis hin zu Ordnungsmaßnahmen, die quasi einen Ausschluss aus den parlamentarischen Debatten zur Folge hatte. Aber dieser Fall wird dann wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Und dann wird man sagen, was darf der freie Abgeordnete und was darf er nicht. Dann haben wir genau die Debatte wieder auf eine juristische Ebene verlegt. Und ich glaube, ähnlich wie Sie das erwähnt haben mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, die früher strafbar war und heute erlaubt ist, wird auch das Verfassungsgericht dieser Gesellschaft, vermute ich es, hoffe ich mal, dieser gesellschaftlichen Strömung entsprechen und härter Grenzen auch der Freiheit jetzt aufzeigen. Das Abwägen Sicherheit und Freiheit gibt es ja immer. Ich erinnere mich immer an und schätze bis heute Gerhard Baum, der in der Phase der 70er Jahren, als alle möglichst viele Rechte einschränken wollten, immer auch noch die Fahne der Freiheit hochgehalten hat. So, das war eine Phase, wo eher Sicherheit gefragt war. Dann hat man lange Zeit vieles laufen lassen, wie Michael Friedmann beschrieben hat. Und jetzt glaube ich, dass man bei den Grenzen dessen, was sagbar ist, die Grenzen auch wieder aufzeigen muss. Und das ist zum Teil sogar intellektuell gewesen. Sie haben Thilo Sarrazin erwähnt. Der Sarrazin hat ein Integrationsklima, ich war ja damals noch Integrationsminister, was wir geschaffen hatten zwischen 2000 und 2010.
mit dem ersten Islam, der ersten Islamkonferenz, den ersten Integrationsministerien, der Anerkennung, ja, dass wir Einwanderungsland sind und multikulturelle Gesellschaft sind, 2010 mit seinem Buch intellektuell, eigentlich grenzenüberschreitend, mit Gruppenzuweisungen, die Muslime sind nicht integrationsfähig, ganz pauschal, hat das und hat dann irgendwelche Zahlen angehängt, die aber keine Belege waren. So, eigentlich war das der Versuch, eine ganze Gruppe zu treffen, und das erleben damals die Muslime, das erleben heute die Juden, und es können morgen alle anderen Gruppen der Gesellschaft treffen, wenn man nicht die Grenzen aufzeigt. Aber dann fragen wir jetzt mal Michel Friedmann. Sarrazin, das Buch, wollen wir es verbieten? Bitte? Wollen wir das Buch von Sarrazin verbieten? Auf keinen Fall. Also das war, aber das ist aber wieder mit den Grenzen, das ist eben ein Problem. Können wir aber kurz, ich muss noch was hinzufügen zu dem, was Herr Voskuhle gesagt hat, weil das so wichtig ist und ich wirklich mich sehr darüber freue, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir vielleicht im Namen der Freiheit vergessen haben, dass wir ab und zu tatsächlich ein bisschen knackiger werden müssen und ein bisschen wehrhafter werden müssen in bestimmten Räumen. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass es nicht nur um die Publik, es geht, also Bücher zu verbieten, stammt aus den dunkelsten Zeiten, und ich würde Ihnen absolut zustimmen, dir absolut zustimmen, auf keinen Fall. Wir haben Räume, die heute unsere öffentlichen Debatten fundamental prägen. Digitale Infrastruktur, Twitter, TikTok, alle möglichen sozialen Medien, die fühlen sich an, und lassen Sie mich sagen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wie absolut rechtsfreie Räume. Also da ist nichts mehr mit sozusagen, man kann bestimmte Sachen nicht sagen, sondern da werden die Grenzen, die Sie gerade aufskizziert haben, drastisch überschritten. Da gibt es überhaupt gar keine Grenzen. Deswegen bin ich dankbar, dass der Jurist sagt, vielleicht müssen wir da ein bisschen nachjustieren. Denn ich glaube, wir müssen einfach, ich will es nochmal sagen, wehrhafter werden darin, dass wir das, was gesagt werden darf, anderen gegenüber, was ein Buch schreibt, muss auch überprüft werden. Es kann verfassungsfeindliche Bücher geben natürlich, die ganz eklatant die Grundfesten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung angreifen, abtun und so weiter und so fort. Aber vor allem geht es um eine Kommunikation zwischen Menschen. Sie hatten Schmähkritik und sowas erwähnt. Und ich glaube, da haben wir viel zu lange hingeschaut. Unser Äußerungsrecht ist sehr zurückhaltend. Und wir müssen uns klar machen, das wird sowas von ausgenutzt. Herr Laschet hat es gerade gesagt, Sie haben es bezogen auf die Debatten im Bundestag. Das sind unsere öffentlichen Debatten. Das ist das, wo lebendige Demokratie stattfindet. Und nur im Dezember, nur ein Beispiel, 1 Million Klicks auf Videos auf YouTube von Regierungsparteien, 30 Millionen Klicks auf die AfD. Ja? Ja. Auf TikTok sieht das noch viel wilder aus. Und das sind, Einfallstore für wirklich, wirklich problematische Einverstanden, Debatten. Einverstanden, total. Jetzt bin ich mal froh, dass Sie das sagen. Weil der Mainstream die letzten Jahre von links bis, ja, bis rechts nicht, aber von ganz links bis in die weite Mitte hinein war, Internet muss frei sein, halt den Staat da raus, möglichst keine Regulierung. Und jetzt merken wir, dass das eben doch kein rechtsfreier Raum sein darf und dass wir da wieder nochmal reflektieren müssen, war diese totale Freiheit, die man sich gewünscht hat, eigentlich richtig? Mir geht es aber, weil ich dann doch nochmal strukturieren will, um die Frage, alles, was wir besprechen, auch diese Freiheitsdifferenzierung, die wir gerade machen, ist doch ein Ausdruck, dass die Demokratie in anderen Ländern schon längst, aber bei uns Zerbröselungseffekte hat. Auf der einen Seite sind diejenigen, die mit Leidenschaft unterwegs sind, erfolgreich, in Anführungsstrichen. Aber kann das nicht auch an denen liegen, die Demokraten und Demokratinnen sich nennen? Die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller hat im vergangenen Sommer gesagt, ich zitiere, es scheint eine Langeweile oder ein Überdruss an der Freiheit in der Demokratie entstanden zu sein. Stimmt dieser Eindruck, Herr Voskuhle? Ja, es ist ein Thema, das mich natürlich sehr umtreibt, wie Sie sich vorstellen können. Ich glaube es eigentlich nicht. Also ich glaube, wir sind ein bisschen zu, wie soll ich sagen, wir gehen so ein bisschen zu bräsig mit der Freiheit um. Wir gehen zu bräsig mit unserer Demokratie um.
Und wir bekommen jetzt die, die Rechnung für diese Bräsigkeit bekommen wir jetzt präsentiert und sind ganz erschrocken und sind noch ein bisschen in der Schockstarre teilweise. Die wird sich aber lösen und die Demonstrationen, die wir gesehen haben, sind ein tolles Zeichen, das macht Mut. Aber wir müssen feststellen, das waren dann vielleicht, wenn wir es hochrechnen, 5 Millionen. Ja? Und wir leben hier mit 85 Millionen. Und das ist also nicht die Mehrheit, die da jetzt auf den Straßen war. Und wir müssen uns überlegen, was geht in den Köpfen der vielen anderen vor, also der sogenannten stillen Mitte, die sich da eben nicht melden. Was wollen die? Warum können wir die nicht ansprechen? Und das ist etwas, was mich auch als Vorsitzender des Vereins gegen Vergessen für Demokratie sehr, sehr beschäftigt jeden Tag. Wie schaffen wir es, diejenigen wieder zurückzuholen als Demokraten? Die müssen nicht unsere Meinung teilen, aber die müssen irgendwie an das System glauben. Wie schaffen wir, die zu erreichen? Wir wissen, wir haben ungefähr 10%, wenn man es hochrechnet, harte Rechtsradikale in unserer Gesellschaft. So also Antidemokraten. Antidemokraten, 8-10%. Wir haben so 15-20% aktive Zivilgesellschaft. Und dazwischen ist ein großes Land, von dem wir nicht genau wissen, was es da gibt. Und 20-30%, so geht man in den empirischen Untersuchungen, die mir vorliegen, vor, 20-30% sind gefährdet, sich vom demokratischen System abzuwenden, weil sie wütend sind, weil sie enttäuscht sind oder weil sie phlegmatisch sind. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Aber lieber Herr Voskuhle, ich will das aufgreifen und doch in der Denkreise jetzt etwas vertiefen. Ich nehme Ihre Zahlen und denke nur, wo ist denn das leidenschaftliche Modell, das den Menschen sagt und jetzt entscheidet, würden Sie sagen, sind die Parteien, auch Ihre, bei allem, um was es geht, in den letzten Jahren leidenschaftlich für die Demokratie in den Wahlkämpfen immer wieder aufgetreten? Oder kann es sein, dass die Müdigkeit so sichtbar ist, dass die anderen deswegen so einen gefühlten Vorsprung in unserem Land haben? Und viele übrigens Demokraten und Demokratinnen gar nicht unglücklich sind, dass sie nicht erregt werden, man könnte doch wieder demokratisch sein. Schlafen ist beruhigender als aufgeweckt werden. Richtig, ja. Stimmt. Also ist es ein Defizit von allen Beteiligten? Das ist ein riesiges Defizit. Ja. Es gibt dieses wunderbare Diktum, die Demokratie ist eine schreckliche Regierungsform. Aber sie ist die beste, die wir haben. Und wir müssen sie besser, wir müssen sie viel mehr wieder lebhaft inspirierend und auch einfach positiv aufladen, weil wir nichts anderes, es gibt keine Alternative. Die Alternativen sind um uns herum, die sehen wir gerade, die überfallen andere Länder. Es gibt das eine Alternative. Das wollen wir nicht. Es gibt keine Alternative für die Demokratie. Es ist die beste Form einer gesellschaftlichen Ordnung, die wir haben. Und wir müssen sie aber wieder sexy machen. Aber Sie sind doch einverstanden, wenn ich jetzt die Rolle spiele, sagen würde, das ist Ihre Meinung. Meine Meinung ist, dort, wo es ein bisschen autoritärer geht, ist es besser für die Menschen. Nein, es ist das also da kann ich Ihnen jetzt wieder empirisch widersprechen. Und Sie wissen, der Begriff sexy soll natürlich etwas sehr viel Reichhaltiges konnotieren. Es gibt sehr viele empirische Untersuchungen, dass Menschen gesünder sind im demokratischen System, dass es Menschen psychisch besser geht im demokratischen System. Da gibt es unglaublich das viele Evidenz Lügen, dazu. Frau Witt, ich weiß es besser. Nein. Gucken Sie mal bei TikTok nach. Ich versuche ja, diesen Dialog aufzubauen. Sie werden in der Autokratie traurig sein. Sie werden glauben, ich bin in der es Demokratie geht Ihnen traurig, Frau Büchs. Ja, die Demokratie ist eine Zumutung, aber sie ist trotzdem das Beste, was wir haben. Wir haben ein lebendiges Für Menschen wie mich ist es furchtbar. Sie können alles sagen. Sie können alles werden. Sie können alles machen. Ich kann schon Sie lange nicht mehr alles Kinder werden. Dieses lassen. Versprechen gilt schon lange nicht mehr, dass ich alles werden Sie kann. Sie können lebendig sein. Sie können überall hingehen. Niemand darf Sie bedrohen. Wir haben einen Rechtsstaat, der Sie schützt. Naja, wir haben der Rechtsstaat schützt Sie und Ihre der, Demokratie, nein, nicht mich. Der Sozialstaat mich. Unterstützt Sie, wenn es Ihnen schlecht geht. Wo gibt es ein besseres System? Gibt es nicht. So, das war eine kleine Demonstration, aber sehr ernst gemeint. Herr Laschet, Tatsache ist aber, dass seit Jahren wir alle sehen, dass die Demokratie durch die Partei des Hasses
in Frage gestellt wird. Da ist die Frage Rassismus, Judenhass ja nur ein Teil. Der Hauptteil ist, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit ist in dieser Diskussion immer das Böse. Erst waren sie 5%, dann sind sie 10%, jetzt sind sie in der Bundesrepublik nach Umfragen die zweitstärkste, aber im Osten ist es die stärkste Partei nach allen Umfragen. Wann ist es eigentlich an der Zeit? Und auch das steht in der Verfassung. Und auch das ist unsere Freiheit, zu sagen, was dort gesagt wird, ist so demokratiefeindlich, wir verbieten diese Partei. Statt dieses Rumgeeiere, das permanente Rumgeeire. Nein, das ist kein Rumgeeiere. Die Ministerpräsidenten haben mal versucht, die NPD zu verbieten. Das war aber nicht vergleichbar mit der AfD. Erstens haben sie mal versucht, die NPD zu verbieten. Ich war immer dagegen, weil ich wusste, es geht schief und es ging schief. Und wenn uns, es ging schief. Das heißt doch nicht, dass es bei der AfD auch schief ging. Ja, nein, das heißt es natürlich nicht. Aber wenn sie in drei Ländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, in 13 Ländern aber nicht, und man ein solches jetzt, wo sie bei den Werten liegt, wo sie liegt, versucht und es scheitert, was ich für denkbar halte, dann sind sie der Hauptgewinner und dann ist wirklich das demokratische System ins Wanken geraten. Deshalb bin ich dafür, sie politisch bekämpfen mit den Argumenten, wie Sie das gerade in meinem netten Plausch 200 Minuten gerade gezeigt haben. Und nicht moralisierend, sondern zu zeigen, was heißt es, wenn bei der Europawahl sie Europa sterben lassen wollen und auflösen. Das ist die nächste Wahl. Was heißt das konkret für jeden Einzelnen und dann auch in eine harte Debatte gehen? Und das Gleiche bei den Landtagswahlen im Osten. Argumentieren, alle Rechtsmittel nutzen, damit sie Grenzen nicht überschreiten. Das Verbot halte ich persönlich für falsch. Das, was hier eben geschildert wird, wird seit Jahren geschildert. Erfolg ist, die AfD wächst und die demokratischen Parteien, jedenfalls ein Teil davon, zerbröseln. In wenigen Wochen gibt es die Europawahl. In wenigen Wochen gibt es die Wahlen in Ostdeutschland. Dann gibt es die Bundestagswahl. Herr Voskuhle, noch einmal. Nicht nur in drei Bundesländern, sondern der Verfassungsschutz prüft ja, es soll insgesamt so eingeordnet werden. Erst sind sie zu klein, dann sind sie zu groß. Ist die Ultima Ratio wirklich zu sagen, ein Instrument, das die Verfassung uns gibt, riskieren wir nicht, obwohl wir riskieren, dass diese Parteien auch in die Exekutive kommen, obwohl wir sagen, es ist verfassungsfeindlich. Wie würden Sie denn heute beurteilen, sollte die AfD als Partei jedenfalls der Antrag kommen, sie zu verbieten? Also Sie werden verstehen, dass ich mich da als ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts zurückhalten muss. Nicht mehr. Sie sind heute Professor an der Universität und so frei wie kaum einer. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, und das hat Herr Laschet sehr deutlich gesagt, das Ganze hat eine rechtliche Perspektive, also ist das Ding erfolgreich? In einigen Landesverbänden sieht das vielleicht ganz gut aus. Insgesamt kann man Zweifel haben. Die Sache ist nicht so eindeutig wie bei der NPD, weil wir sozusagen keine Parteiprogramme haben, die offensichtlich verfassungswidrig sind, sondern wir haben Äußerungen. Schwierig ist, dass wir müssen also sozusagen den Sachverhalt aufklären. Damit sollte man jetzt mal anfangen. Das ist zentral. Also wir haben einmal die rechtliche Dimension und wir haben eine politische Dimension. Und politisch kann man das in zwei Richtungen argumentieren. Man kann sagen, wir müssen hier ein Zeichen setzen, wir müssen uns davon abgrenzen und wir müssen sagen, das wollen wir nicht und wir sind dagegen. Das hat, glaube ich, eine starke Wirkung und diejenigen, die da gerade geklatscht haben, denken, das ist der richtige Weg. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist zu sagen, naja, das führt dazu, dass die Leute, die sich da nahe fühlen, sich stigmatisiert werden, dass sie sich als Märtyrer fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie gehören nicht mehr dazu, dass sie dem demokratischen System noch mehr den Rücken zuwenden und dass vielleicht der eine oder andere Politiker denkt, naja, mit dem Parteiverbotsverfahren haben wir das Problem doch gelöst. Dann sind die doch verboten, dann war es das. Das Problem ist damit aber nicht gelöst, sondern das Problem ist ein politisches. Und da bin ich bei Herrn Laschet. Es muss politisch gelöst werden. Wir müssen diese Menschen zurückgewinnen für unsere Demokratie. Und sie müssen sich da wohlfühlen. Wir werden nicht alle zurückgewinnen, ganz sicherlich nicht. Aber wenn wir
die Hälfte von denen zurückgewinnen, dann haben wir auch schon einiges erreicht und das muss unser Ziel sein. Die Demokratie lässt den Menschen die Freiheit, sie auch abzuwählen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.